und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Oh, und Moment mal, Epic, ich habe schon gerade im Hintergrund Daisy rumspringen sehen. Moment mal. Hi, Daisy, wie geht's dir heute? Moment mal. Hier gehen wir mal schön rein. Haben wir ein paar Körner? Ich habe ein paar Erdbeerchen, denkst du? Oh, nee, warte mal. Ich glaube, ich habe hier sogar ein paar Körnerlis. Guck mal, Daisy, für dich ein paar Körnerlis. Moment mal, sehr nice. Oh, sie ist so süß, wie sie rumspringt und rumplänschelt. Das stimmt, Katja. Oh, Daisy ist wirklich richtig, richtig süß. Yay. Und Moment mal, Katja. Beim letzten Mal haben wir ein wirklich richtig cooles Gewächshaus gebaut. Stimmt. Oh mein Gott, wir hatten so einen Stress damit. Wir hatten es ja erstmal hier, aber ich glaube, das sieht schon besser aus, dass wir jetzt hier in dem Bereich nichts haben. Wenn du möchtest, ich kann ja einfach mal wieder einen Baum hin platzieren, der dann wächst, weil ich glaube, sonst sieht es ein bisschen leer aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen richtig süßen Gang und einen Steg übers Wasser und da hinten ist jetzt unser richtig nices Gewächshaus und wir hatten auch schon Erdbeeren platziert bzw. angepflanzt. Mal gucken. Zack, 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 ob die schon gewachsen sind. Und nee, es sieht nicht so gut aus insgesamt. Oh. Hier ist nicht so viel. Obwohl, der ist ein bisschen höher gekommen. Guck mal. Der da. Ein bisschen sind sie schon gewachsen. Sehr gut. Ich bin sehr doll gespannt. Oh, das stimmt. Okay, auf jeden Fall haben wir das letzte Mal zusammen mit unserem neuen Kindergartenkind gebaut. Nämlich wurde das der Dino. Und Moment mal, richtig viele haben geschrieben, dass sie auch sich gerne Blume hierhin noch wünschen. Und Epic, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall diesem Wunsch noch nachgehen. Deswegen wird sie dann beim nächsten Mal auf jeden Fall auch dabei sein. Das heißt, wir haben dann insgesamt 5 Kinder. Das wird ein bisschen voller, aber das werden wir natürlich schaffen. Und heute passiert etwas richtig doll Nices. Nämlich haben wir heute Elternsprechtag. Das heißt, wir werden von unseren ganzen Kindern die Eltern kennenlernen. Moment mal. Wenn du möchtest, könnten wir den Elternsprechtag vielleicht hier im Schulzimmer irgendwie veranstalten. Vielleicht könnten wir das ein bisschen umbauen, dass wir hier so eine Art, Tisch für uns haben und auf der anderen Seite sitzt dann immer, der Elternteil von dem Kind und dann können wir ein bisschen reden. Ente macht immer Quatsch und die anderen sind voll lieb. Auf jeden Fall mal gucken, wie die sich verhalten werden. Ich bin so gespannt, die ganzen Kinder kennenzulernen mit den Eltern und, Moment mal, können wir vielleicht, wie machen wir das am besten? Schau mal, die könnten wir vielleicht hier wegbauen und, dann bauen wir so ein kleines Vorgespräch erstmal auf. Oh, und Moment mal, Epic, ich merke gerade noch, ich habe ja auf jeden Fall auch noch dieses Buch, wo wir die ganzen Kinder drin stehen haben. Das brauchen wir nicht. Und hey, als ob gerade der Baum gewachsen ist. Ihr seid ja alle da. Schau mal, wie schön das aussieht. So, das stimmt. Oh, hier ist ein richtig toller Baum. Und hier sind die ganzen der Kindergartenkinder. Hi, Dino. Hi, Ente. Hi, Hazel. Und hi, Lisa. Moment mal. Wisst ihr eigentlich heute, dass Elternsprechtag ist? Das heißt, eure Elternteile, je nachdem Mama oder Papa, werden kommen. Wir werden mit denen reden. Alles wird super laufen. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann da so zu erzählen haben. Okay, Moment mal. Es gibt erstmal zu frühstücken und ich würde sagen, heute ist ein schöner Tag. Wir werden draußen frühstücken. Epic, Tomaten oder Erdbeeren? Die könnten wir schnell pflücken gehen. Erdbeeren, ich hol die. Okay, ich habe auch noch 25, wenn du möchtest, kannst du aber auf jeden Fall frische holen. Ich glaube, da freuen sich die Kinder. Erdbeeren sind immer nice. So und so. Und wir haben so viele Erdbeeren hier. Hauptsache, wir haben in dem kleinen Gewächshaus weniger Erdbeeren als hier. Das stimmt. Oh. Und Moment mal, Karte, ich habe 16 Erdbeeren für uns alle. Oh, hier sind noch mehr. Den nehme ich auch mit. Jetzt habe ich 20 insgesamt. Nice. Okay, warte mal. Dann kannst du den Kindern auf jeden Fall was geben und ich hätte gerne 2. Oh, bitteschön, Kater. So, du bekommst 2. So nice. Und so. Sehr nice. So, warte mal. Ich glaube, es ist auf jeden Fall Zeit. Ist denn schon jemand hier? Hallo? Oh, hallo. Moment mal. Ich glaube, du bist die Mutter von Lisa. Und schau mal, sie sieht fast aus wie ihre Tochter. Wie süß. Sie ist einfach ein kleiner bzw. großer Geist. Okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall mal rein und reden mit der Mutter. Epic, denkst du, sie kann auch fliegen oder so? Ich bin mir da echt unsicher insgesamt. Das könnte sein. So, sie kann sich auf jeden Fall gerne hinsetzen, wenn sie wollen. Epic. Ich seh's. Was ist denn los mit ihr? Sie fliegt auch einfach rum. Moment mal. Hallo? Ich weiß nicht ganz. Also, sie können auch gerne natürlich fliegen, wenn sie möchten. Ich setze mich mal ganz kurz hin. Also, zu Lisa kann ich nur sagen, dass sie auf jeden Fall ein tolles Kind ist. Sie ist sehr aufgeweckt. Manchmal ein bisschen gruselig. Wir wissen nicht ganz. Ihre Familie hat ja besondere Fähigkeiten, sag ich mal. Sie fliegt wieder. Auf jeden Fall haben sie irgendwelche Fragen noch oder ist alles geklärt? Ich bin mir echt unsicher. Epic, sie macht mir ein bisschen
bisschen Angst. Gerte, was passiert denn da für Quatsch? Ich weiß es nicht. Moment mal, vielleicht ist es ihre Art, ein bisschen so zu reden. Okay, auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall auch ein Quatschmacher hier insgesamt. Hier Frau Geist, das, ja, also wir kümmern uns echt gut um ihre Tochter und, ich hoffe, Sie haben keine Fragen und sind super zufrieden mit dem Kindergarten hier. Ja? Okay. Ja, das sind solche Quatschmacher. Und schau mal, der Geist kann ja einfach hier überall rumfliegen. Moment mal. Oh, ja, das stimmt. Oha, aber voll heftig. Sie kann einfach auch fliegen und hat wahrscheinlich auch noch richtig coole Fähigkeiten. Moment mal. Hallo? Was macht sie denn hier? Sie fliegt einfach hier in der Küche rum, Katja. Das liegt die solche Quatschmacher. Oh nein, okay, warte mal. Und jetzt regnet es auch noch. Denkst du, das war sie? Moment mal, können sie wieder gutes Wetter machen insgesamt? Oh, sie nickt auf jeden Fall. Moment mal. Epic, es hat aufgehört zu regnen, als ob. Oh, wie cool. Und schau mal, sie fliegt jetzt einfach wieder weg. Und tschüss, Frau Geist. Moment mal. Oh, sie winkt nochmal. Was war das denn für ein Elterngespräch, Epi? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein. Das sind die riesigen großen Quatschmacher. Und warte mal, Karte, welche Eltern kommen als nächstes? Ich glaube, Dinos Eltern kommen als nächstes. Oh, ich bin so gespannt. Und ich glaube, Karte, Dinos Eltern sind auch richtig große Quatschmacher. Das stimmt. Oh, das wird so lustig. Ich höre die Tür. Moment mal. Sehe ich schon durch was durchs da? Glas? Ja! Hallo! Oh, sie sind wahrscheinlich Dinos Vater. Moment mal. Ich bin Katja, das ist Epic. Und wir sind hier die Kindergartenbetreuer. Und Moment mal. Hat er hier einen Knochen dabei insgesamt? Ich weiß es nicht ganz. Katja. Oh, vielen Dank. Ein Knochen von einem Dino. Das ist ja super. Oh, sie haben anscheinend richtig Interesse an Dinos. Und Moment mal. Also, ihr Sohn, der Dino, ist wirklich ganz nett. Er ist ja jetzt erst neu da. Wir können noch nicht so viel zu ihm sagen. Aber ja, er verhält sich auf jeden Fall gut und vielen Dank für die weiteren Knochen. Ja, ganz viele Knochen. Okay, Moment mal. Er hat anscheinend viele Knochen, die er uns geben möchte. Ich glaube, er ist sehr zufrieden mit dem Kindergarten. Oh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie so viele Knochen uns geben. Wir können damit bestimmt was Tolles bauen, Epic. Moment mal. Hey, du gehst ja einfach die ganzen Knochen aufsammeln. Was ist denn hier los, Gerte? Er schenkt uns einfach hunderte Knochen. Oh, aber das ist wirklich so süß von Ihnen. Dankeschön. Und Ihr Sohn ist, wie gesagt, echt nett. Ich bin echt froh, dass er hier ist. Und wir werden sehen, wie er sich weiterhin verhalten wird. Und ich glaube, er muss auf Toilette. Was ist denn hier los? Oh, Äpfel, das ist, so habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Das sind wirklich richtig große Quatschmacher hier insgesamt. Oh, ich glaube, er ist wirklich auf Toilette. Okay, lassen wir ihn mal ganz kurz. Oh, und super, Sie sind fertig. Gut, dann vielen Dank, wie gesagt. Und ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag und tschüss. Ach, mein Gott, was ist denn hier los? Der Vater von Dino ist ja ein richtig großer Quatschmacher insgesamt. Und er ist schon wieder weg. Was war das denn, Epic? Wir haben so viele Knochen. Moment mal. Was ist denn hier los? Ich habe 64 Knochen? Oh nein. Okay, warte mal. Die Kinder machen auf jeden Fall auch keinen Quatsch. Daisy geht's auch gut. Okay, dann würde ich sagen, können wir den nächsten Elternteil auf jeden Fall erwarten. Und ich glaube, das ist jetzt von Hazel. Ein Elternteil. Ich weiß nicht ganz, wer kommt. Und Moment mal. Oh, schau mal. Oh, wie süß. Moment mal. Das ist wahrscheinlich die Mutter von Hazel. Oh, sie sehen echt hübsch aus. Hallo. Okay, Moment mal. Da hinten ist auf jeden Fall ihre Tochter. Und sie hat uns Kuchen gebacken, Epic. Oh, Dankeschön. Den können wir auf jeden Fall später zusammen mit den Kindern essen. Vielen Dank. Okay, Moment mal, da würde ich sagen, Sie können gerne mal mitkommen. Wir haben hier ein kleines Klassenzimmer, das haben wir ein bisschen umgebaut. Und Moment mal, oh, Epic, sie sieht richtig, richtig doll nett aus. Ich glaube, sie ist voll die gute Mutter. Das stimmt. Oh, wie cool. Moment mal, okay, also zu Hazel kann ich wirklich gar nichts sagen. Sie hatte echt einen super Geburtstag auf jeden Fall hier. Und, oh, sie will uns sogar Blümchen schenken. Doch, guck mal. Oh, sie ist ja wirklich richtig doll nett. Vielen Dank, die werden wir auf jeden Fall anpflanzen. Oha, wie lieb sie ist. Und wie gesagt, Hazel geht's echt super hier. Ich hoffe, wir können allen Ansprüchen, die sie haben, natürlich dann auch noch
Moment mal, ich kann die direkt hier reinmachen, wenn Sie wollen. Ich glaube, sie will den Kindergarten ein bisschen verschönern. Das kann sein, Kater. Moment mal, sie hat einfach Blumentöpfe dabei. Oh. Blumen. Oh, stimmt. Moment mal, vielleicht mag Hazel Blumen richtig doll und vielleicht haben wir hier ein paar zu wenige. Irgendwie sehe ich gar keine Blümchen. Was ist das denn? Moment mal. Wenn wir, gelbe, blaue und da hinten ist auch eine gelbe. Vielen Dank, Hazels Mom, aber... Das sind ein paar viele Blumen insgesamt. Ja, oh. Das ganze Zimmer ist voll hier mit Blumen. Warum machen Sie das? auf jeden Fall wollte ich doch erwähnen, dass Hazel sich echt gut entwickelt hat. Ihre Noten sind auch super und ich hoffe echt, wie gesagt, wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, können Sie uns die gerne mitteilen. Epic, ich weiß nicht, was wir mit diesen ganzen Blumen machen sollen. Das muss doch alles wieder weg, wenn das Klassenzimmer wieder umgeräumt werden muss. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vor allen Dingen, da sind so viele Blumen. Das ganze Zimmer ist jetzt voll. Das stimmt. Okay, ich glaube, sie ist fertig. Auf jeden Fall, sie freut sich. Vielen Dank für die vielen Blumen. Ich muss mal schauen, wo wir die alle unterbringen können. Auf jeden Fall, wenn Sie keine Fragen haben, wir haben auch nichts mehr zu erzählen, dann vielen Dank für Ihren Besuch. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Und wir kümmern uns ganz gut um die Blumen. Ich glaube, Sie können hier nicht mehr raus. Moment mal, ich gehe das ganz kurz abbauen für Sie. Vielen Dank. Tschüss. Ja, das war ja so eine lustige Alter. Moment mal. Das ist alles bei der Blume. Ah, das hat ja noch... Oh Gott, aber ist voll süß. Sie hat uns einfach einen Kuchen auch gebacken. Das stimmt. Das war richtig lieb von ihr. Und sie hat hier unser Zimmer ein bisschen verschönert mit den Blumen. Oh, Moment mal, Epic. Ich weiß jetzt noch, welches Elternteil fehlt. Und das sind Entes Eltern. Da bin ich richtig doll gespannt, ob er wirklich so nach seinen Eltern kommt. Wie die drauf sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Blumen von Hazels Mutter bekommen. Mal schauen, wo die alle hinkommen werden. Oh, hallo! Epic! ich glaube, Entes Mutter hat ihre Enten mitgebracht. Oh nein, die sind hier ausgebüxt. Hol sie schnell! Oh nein, was ist denn hier los? Ich sammel sie auf, ich helfe ihr. Moment mal, oh nein. Was ist denn hier los? Oh nein, wo ist sie hin? Moment mal. Schau dir das mal an. Hier sind hunderte Enten überall. Warum hat sie ihre Enten mitgenommen? Wir können sie doch nicht alle wieder. Wir können sie doch nicht auf alle aufpassen. Was ist denn hier los? Moment mal. Ich gehe die ersten schon mal anleihen, okay? Moment mal. Was ist denn hier los? Hier ist ein riesen Durcheinander. Ich kann die nicht hier hin tun. Ich habe keinen Zaun. Moment mal. Oh nein. Nein, was ist das? Oh, Epic, siehst du diese ganzen Enten? Was ist denn hier los, Kater? Ich glaube, die Mutter von Ente hat ihre ganzen Enten mitgenommen. Schau dir das mal an. Hier ist alles voll mit Enten. Und sie bringt sie mit den Kindergarten rein. Hey, hier ist kein Platz für so viele Enten. Oh mein Gott. Nein, die ganzen Dings sind abgegangen. Oh Gott, Epic, was sollen wir machen? Was ist denn hier los? Also, Entes Mama sieht ja richtig doll nett aus. Aber was hat sie gemacht? Wir haben so viele Enten hier. Oh nein. Das stimmt. Oh nein, nicht noch mehr. Hi, Entes Mama. Moment mal, Sie haben echt einen super schönen Anzug hier an. Ich sehe da auch eine Ente, einen süßen Hut. Und jetzt kommen hier noch Chicken raus. Was ist denn da los? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, Katja. Das sind ja so große Quatschmacher insgesamt. Okay, Moment mal. Ich glaube, Entes Mama liebt Enten, beziehungsweise die ganze Familie. Oh nein, bitte keine Ente bauen. Hallo. Was ist denn hier los? Ich habe keine Worte mehr dafür. Das ist doch verrückt. Oh, Moment mal, wir hatten ja schon viele, sehr interessante Eltern, aber Entes Mama, was ist denn hier los? Also, nicht, dass sie nicht nett sind, aber wir brauchen nämlich so viele Enten hier. Oh, wie süß. Schau mal, sie hat eine Ente gebaut. Oh Gott, das sind so eine große Quatschmacher hier insgesamt. Ich habe echt gerade 8 bis 10 Enten an der Leine. Schau dir das mal an. Ich könnte sogar noch mehr hier holen. Katja! Wir müssen ja mit ihr noch was besprechen über Ente. Ja, das stimmt. Moment mal. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Wir können das auch hier gerne machen. Moment mal. Ich glaube, reingehen ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, wir müssen sagen, dass Ente leider ein richtig doll großer Quatschmacher ist, aber ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Auf jeden Fall, vielleicht könnten Sie nochmal mit Ente drüber reden, dass er nicht so viel Quatsch macht insgesamt. Der isst sehr viele Süßigkeiten und das wollen Sie nicht.
Nein, echt doch, nicht. Was ist hier los? Elbig, ich weiß da nicht ganz, was wir sagen sollen. Moment mal. Entes Mama ist... Naja, Ente kommt einfach nach seiner Mama. Was ist denn hier los? Da wird nur eine zweite Ente gebaut. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir können uns nochmal gerne wiedersehen. Auch vielen Dank, dass Sie Ihre ganze Entenfarm mitgebracht haben. Ich glaube, Daisy freut sich richtig, aber... Oh Gott. Was ist denn da los? Ich bin mir nicht ganz sicher, Karin. Nein, nicht doch eine Ente. Eine weitere Ente gebaut. Oh Mann. Okay, auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Enten und das nette klärende Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Und ich glaube, sie will Ente mit nach Hause nehmen. Okay, aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal alles abgebaut. Ich hoffe echt, dass um die Enten sich Ente kümmert. Sonst habe ich keine Ahnung, wie wir die überall wieder zurück nach Hause bekommen. Aber das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch mit den Eltern. Ich fand vor allem, ich glaube, Dinos Vater richtig doll süß. Und natürlich auch noch Hazel. Sie hat uns ja so viele Blumen hier hingelegt. Voll nett. Und einen Kuchen gebacken. Oh ja, das war wirklich richtig, richtig lustig. Ach Mann, vor allen Dingen. Ich habe jetzt hunderte Blumen hier auch insgesamt. Oh, das stimmt. Und Moment mal, Leute, ihr könnt auf jeden Fall nochmal gerne in die Kommentare schreiben, welches Elternteil ihr am lustigsten bzw. am süßesten fandet. Und Moment mal, wo sammeln die sich denn hier insgesamt? Hey, Quatschmacher! So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!